Neben mir steht Florian Michel, der Sieger in der Junioren 2, genau, ab 75,1 Kilogramm. Herzlichen Glückwunsch, also neben mir stehst, aufgepumpt, überall Adern, Volumen ist da, großartige Form, was soll man anderes sagen. Jeder Sieger bei der GmbF zeigt in der Regel eine super Form, was auch dann Potenzial hat für internationale Aufgaben. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich lasse mich überraschen. Jetzt erstmal die internationale, war dieses Jahr erstmal mein einziger Wettkampf. Ich war ja letztes Jahr schon da. Und jetzt mal gucken, was die Zukunft bringt. Nächstes Jahr vielleicht wieder in der internationalen und dann vielleicht auch noch EM, WM. Mal schauen. Wie hast du letztes Jahr abgeschnitten? Letztes Jahr war ich Sechster. Wow, das ist ja super. Dann von 6 auf 1. Ja. Klasse. Harte Arbeit. Hast du irgendwas verändert im Training, in der Ernährung? Ja, also letztes Jahr war es mein erster Wettkampf. Und da wusste ich auch noch nicht so richtig, wie mein Körper funktioniert. Und die ist ja wirklich Diät, genau abgepasst, das Training, alles richtig. Du hast ja auch einen Coach, den Nicolas Rojas. Genau. Und der hat auch nochmal den letzten Feinschliff gegeben, wodurch dann auch die Form, die ich jetzt heute auf der Bühne präsentieren durfte, zustande kam. Super. Genießt den Abend. Was gibt's heute Abend zu essen? Ich denke mal erstmal eine Pizza, ein paar Donuts, was der Abend bringt halt. Dann lass dir schmecken. Danke. Herzlichen Glückwunsch.